Ja, das war unser Grundstück, das war unser Bauernhof mit Saal und dem Familienhaus. Hier bin ich geboren. Grenze hinaus. Und wenn man auf der Toilette war, war man im Westen, also Fenster nicht. Und das ist schade, denn darum. Mein Vater hat immer wieder von diesem Bauernhof geträumt, auch später noch. Und hat zu mir immer einen Satz gesagt, sagt der Junge, denk dran. Nichts in diesem Leben hat Bestand, aber Grund und Boden, das hat Bestand. Mein Vater hat nie den Satz gesagt, und irgendwann kriegen wir es wieder. Das hätte wahrscheinlich sowieso keiner geglaubt. Es wurde ein bisschen komplizierter, als dann am 13. August 1961 die Grenze kam und wir hier drüben waren und meine Schwester hier im Osten geblieben ist, weil sie erst noch Schule machen sollte und danach kommen sollte, und plötzlich ging es nicht mehr. Dann wurde es natürlich brutal hart. Das ist 53 ungefähr immer. Ja, wir müssen hier mal rumgehen. Und wie ich merkte, dass er sich umdrehte, habe ich mich auch schnell umgedreht. Eine Schmiede, eine Schlosserei. Und ich stand in Zicherie auf so einer Balustrade, auf so einer Absperrung, wo man durfte nicht weiter, und wollte ihn fotografieren. Und da hat er angelegt, als wenn er mich erschießen wollte. Und da habe ich natürlich Angst gekriegt, weil im Westen, bei mir war ja kein Bundesgrenzschutz und kein Zoll. Und dann bin ich runtergesprungen, bin Ende weggegangen, wie ich denn sah, drehte mich um und sah, wie er sich umgedreht hat. Da habe ich mich auch umgedreht und habe dieses Foto geschossen. Wenn sowas nicht erhalten bleibt, weiß ja die Nachwelt gar nicht, was mal gewesen ist. Aber ich denke, die Beziehungen untereinander wachsen wieder zusammen. Man lebt gemeinsam in Sportvereinen, man lebt und spielt gemeinsam in, oder schießt in Schützenvereinen, und man singt auch gemeinsam in Gesangvereinen. Also es hat sich sehr viel normalisiert und auch wieder zusammengefügt.